Wir werden jetzt ein bisschen Spaß haben, Catwoman. Wir werden dich an... Nachdem ich mich um die gekümmert habe, nun zum eigentlichen Grund meines Aufwachen, Mr. Wayne. Wir haben viel zu besprechen. Ich muss mich wohl bedanken. Bruce Wayne ließ sich so viel leichter fangen als Batman. Und jetzt, da wir sie haben, kann Protokoll 10 beginnen. Es wird mein Erbe sein. Ein Sinnbild ihres Scheiterns. Und falls sie versuchen, mich aufzuhalten, werde ich allen ihr Geheimnis verraten. Neue Insassen, ihr gehört. Ich möchte mich vorstellen. Ich bin Professor Judith. Verdammt, was soll das werden? Hast du gedacht, ich höre dich nicht? Helf mir! Verdammt, was soll das werden? Von diesem Zeitpunkt an werden Sie nicht länger ein Teil der Gesellschaft. Willkommen in Arkham City, Wayne. Was machst du hier, Wayne? Wir holen den Butler umgeregt, was? Ist hier drin sterben? Du wirst mir die Seife aufheben, Wayne. Dazu gehört es mir. Auf den Boden! Sofort! Worauf wartest du noch, Wayne? Reihe A, vorwärts! Du hörst in Reihe A! Hey, Wayne! Bewegung, reicher Sack! Der Pinguin hat einen Kopf gesetzt. Ihr zwei, geht aus dem Reihe A! Wayne. Vorwärts! Schwing deinen Arsch hier hoch! Darf ich? Bruce Wayne, du stehst auf meiner Liste. Ich heiße. Helf mir! Reiß einen Käfer! Weiter, mein Gefangener! Die Waffen runter. Mr. Wayne wird uns keinen Ärger bereiten. Nicht wahr, Mr. Wayne? Die Handschellen können dranbleiben. Wir wollen es ja nicht zu leicht machen. Stimmt's? Die Türen schließen. Fertig machen für Einlass. Neuer Gefangenentransport. Bruce Wayne? Na klasse. Gerade noch berichtigt über die Pressekonferenz, jetzt sind wir beide hier. Das wird Ihnen eine Lehre sein, sich nicht mehr in die Politik einzumischen, was? Hören Sie mir gut zu. Wenn die Tür öffnen, Ruhe bewahren, bleiben Sie in meiner Nähe. Von einem, der noch nie gekämpft hat, lasse ich mir ganz sicher keine Ratschläge erteilen. Ruhe bewahren. Sie versuchen uns Angst einzujagen. Sorry, Mann. Jeder gestellt. Aufstehen, Ryder. Wen habt ihr denn da? Willkommen in der Hölle, Brucey Boy. Gute Nacht. Hallihallo, Mr. Wayne. Oh, was ist los? Soll ich Ihren Butler rufen? Cobblepot. Sie erinnern sich. Ich bin gerührt. Ihre Familie hat meine zerstört, Wayne. Das, nun ja, nennen wir es doch ganz altmodisch Rache. Weiter nach oben und Alfred kontaktieren.
Alfred, hast du meine... Ich habe in den Abendnachrichten gesehen, wie sie abgeführt wurden. War es die ganze Zeit über Teil ihres Plans, sich festnehmen zu lassen? Nicht ganz, obwohl mir das ein Vier-Augen-Gespräch mit Hugo Strange verschafft hat. Und wie verlief es? Gar nicht gut. Er weiß, dass Bruce Wayne Batman ist. Außerdem hat er mir gesagt, dass ihn etwas namens Protokoll 10 berühmt machen wird. Ist hier eingetroffen, Sir? Gerade rechtzeitig. Ich habe eine. An alle Einheiten, hier Air Tiger 4. Die Gefangene 4011 ist im Gerichtsgebäude. Ich wiederhole, Catwoman. In Gefahr? Bestätigt. Zielperson ist in der Gewalt von Dent. Wir glauben, dass er sie töten will. Wie sollen wir vorgehen? Schon gut. Lassen wir Two-Face den Spaß. Verstanden. Das klingt nicht gut. Nein, tut es nicht. Mr. Dents Vorliebe für das Binäre dürfte Miss Kyle gar nicht gut bekommen. Wenn es in Arkham City eine Person gibt, die weiß, was gespielt wird, dann ist sie es. Ich muss nach Catwoman suchen. Nur zum Teufel ist der hier. Wie ist es, Two-Face? Unser Freund Batman ist hier. Schnappt ihn und schneidet ihn in zwei. Das ist mein Gerichtssaal. Ja, ich kann nicht. Halt still, Batman. Du hast. Halt still, damit ich vollstrecken kann. Einspruch! Abgewiesen. Ich muss herausfinden, wo die Kugel in den Gerichtssaal eingedrungen und eingeschlagen ist. Die Kugel ist hier eingeschlagen. Und wo kam sie in den Raum? Die Flugbahn der Kugel führt mich gerade... Protokoll 10 tritt in 10 Stunden in Kraft. Ist er noch da drin? Glaub schon, ich kann da drin jemanden hören. Mann, lass die Tür zu. Ich habe keine Lust auf eine Prügelei mit Batman. Du hast nicht gesagt, das ist Batman. Frierst du? Natürlich friere ich. Es sind 10 Grad minus und Harley. Es ist die blöde Fledermaus. Lass die Dame los, Batfreak, sonst kriegen die hier alle eine Kugel ab.
Ich glaube, du solltest lieber tun, was er sagt. Wäre ein Jammer, wenn Blut auf meine neuen Klamotten spritzen würde. Was meinst du, Fledermaushirn? Ist das okay? Was rede ich da? Natürlich! Natürlich ist es das! Egal. Die Sache ist, Mr. J ist nicht in der Lage, Besuch zu empfangen. Er fühlt sich nicht so. Auch wenn er recht viel an sich rumfühlt. Aber das meinte ich nicht. Es geht ihm nicht gut und die bescheuerte Ärztin von hier konnte ihm auch nicht helfen. Ich glaube, selbst diese Penner sind klüger. Ich muss los, Jungs. Wenn er irgendwelche Spielchen versucht, tötet ihn! Bleibt da stehen! Es wäre Selbstmord, bewaffnete Schurken frontal anzugreifen. Ich muss verschwinden und sie leise nacheinander ausschalten. Keine... Wo ist der hin? Ist weg! Verschwund! Ach, Scheiße! Er schnappt uns! Alles wird gut. Warten Sie hier und seien Sie still. Alles in Ordnung. Der Raum ist gesichert. Yo, Batman! Danke für die Hilfe! Hallo, Dark Knight? Fandest du das einfach? So war es auch gedacht. Es war nur ein kleiner Vorgeschmack auf das, was noch... Da ist die Waffe. Allem Anschein nach wird sie von Joker ferngesteuert. Alfred, ich habe das Signal geordnet, mit dem das Scharfschützengewehr ferngesteuert wurde. Es war der Joker. Bestand daran je ein Zweifel? Ich schnapp ihn mir. Das Funksignal müsste mich zu ihm führen. Viel Glück, Sir. Sind wir absolut sicher? Nein, aber haben wir eine Wahl? Es muss noch was anderes geben, was wir tun können. Was? Das mit Pinguins Jungs hast du versaut. Die legen uns um, wenn wir zurückkommen. Du hast gesehen, was passiert ist, als Batman... Covenant! Ja, Batman war ja auch das... Ihr werdet nur mit zögerlichen Schritten einer besseren Welt entgegen. Batman! Eine Welt voller Spaß und Heil! Erweitertes Realitätstraining aktiviert. Meiner Wenigkeit! Was ist los? Bleibst du jetzt heulen zu deiner Mami? Gehen wir dann immer noch in diese Richtung. Weil wir keine Wahl haben. Erweitertes Realitätstraining abgeschlossen. Erweitertes Realitätstraining aktiviert. Will ich mal nach Jokers Tod alles übernehmen? Das wird nicht lange gut gehen. Erweitertes Realitätstraining abgeschlossen. Ist das hier kalt? Wem sagst du das? Erinnerst du dich an einen Winter, der so war? Erweitertes Realitätstraining aktiviert. Realitätstraining aktiviert. Aber heute knallen wir sie ab.
Gestern haben wir sie in das Hinterzimmer geführt und ihre Haut verbrannt. Echt? Ja, aber manchmal nimmt Joker auch jeden in die Gang auf. So bleibt es spannend. Spannend! Erweitertes Realitätstraining abgeschlossen. Ich sehe, Sie haben Batwing angefordert, Sir. Haben Sie beim Packen etwas vergessen? Nein, Alfred. Ich glaube, ich brauche den Greifhakenschub. Aber Mr. Fox sagte doch bereits, dass es noch nicht einsatzbereit ist. Wir sind noch in der Prototypphase. Ich habe lange genug trainiert. Ich bin bereit. In Sektor 3 ist eine Kamera ausgefallen. Verdammt, beeilt euch! Wieso? Alfred, ich muss... Ja, Joker will, dass man ihn für krank hält. Dann zack, erwischt. Weiß nicht, Mann. Geht's? Hab ich euch nicht etwas Unterhaltung versprochen, Jungs? Bitte, ich hab alles was... Ja! Den Quacksalberin hat Mr. J hängen lassen. Und ihr wisst... Down. Alfred, ich hab... Hier hat niemand gesagt. Ich bin sicher, dass es von da kam. Versuchst du, einen verdammten Elefanten umzulegen? Es ist Batman. Er ist hier. Er wird uns schnappen, Mann.
Lass die nicht rein! Übernehmt die Tür! Hier drüben! Hilf mir! Ich hab diese Seite gesichert! Er kam von hier drüben, ganz sicher! Bitte hol mich hier raus! Können Sie. Wir warten dann einfach darauf, dass Batman durch die Tür kommt und gehen auf ihn los? Das ist der Plan. Das ist kein Plan. Das ist Selbstmord. Der macht mir keine Angst. Die Tür ist zugeschweißt und er ist nur ein Spinner in einem Kostüm. Okay, dann stehst du ganz vorne. Wieso? Hast du Schiss? Die Fledermaus! Protokoll 10. Mit den 9 Stunden. Sofort aus dem Weg, Quinn. Lass uns in Ruhe, Batman. Lass mich mit ihm allein. Ich hab gesagt, aus dem Weg. Das ist alles deine Schuld. Seit Jahren stellst du ihm nach. Und für was? Wieso bist du so gemein? Die Überraschung! Ich muss meine Sachen aus meinem Apartment holen. Ohne meine Sachen habe ich gegen Ivy keine Chance. Ohne sie wäre ich nackt. Nein, der Boss steht das durch. Batman stört nur ein bisschen. Ja, Joker übernimmt schon irgendwie die Macht. Wie sollen wir denn überhaupt rausfinden, wo sie lebt? Two-Face meinte, es sei hier irgendwo in der Nähe. Na und? Woher will er das wissen? Es ist Catwoman! Wir nehmen dich auseinander! Schön, zu Hause zu sein. Okay, Selina, Zeit, Ivy zu suchen. Hoffentlich hat sie mir verziehen. Natürlich hat sie das. Die weiß gar nicht, was nachtragend heißt. Catwoman!
Hey, Pammy, ich habe eine Idee. Wenn du unbedingt einen Freund willst, versuch's doch mal mit ausgehen. Ach, vergiss diesen Büro-Scheiß. War es das, Feuermelder? Eine Milliarde von Mikroorganismen wird in dein Blut eindringen. Sporen werden wachsen und das Blut in deinen Adern ersetzen. So lange, bis Alt durch Rinde ersetzt wurde. Glaubst du wirklich, dass du Mutter Natur besiegen kannst? Sind wir jetzt fertig, Ivy? Ich wollte nur reden, mehr nicht. Wenn du noch atmest, sind wir noch nicht fertig. Sie ist stur. Das muss ich ihr lassen. Ich habe Wochen darauf verwandt, die Gifte zu perfektionieren, die deinen fleischigen Körper zerstören werden. Wissen, wer er ist, Schatzi? Keiner ist der, für den er sich ausgibt, Süße. Wozu den Spaß verderben? Es war alles gelogen. Und du bist überhaupt nicht krank. Nett, dass du das sagst. Aber du müsstest es eigentlich besser wissen. Ich bin ganz schön krank, mein Freund. Nehmen wir nur mal mein Blut als Beispiel. Wünschte, jemand würde es nehmen. Es bringt mich noch um, dieses Zeug. Kann mir doch egal sein. Nicht ganz, denn ein klitzeklein bisschen von mir steckt jetzt auch in dir, Bats. Ach komm. Sag nicht, dass du das nicht schon immer wolltest. Hör zu, uns läuft langsam die Zeit davon. Ich brauche deine Hilfe. Ich hatte das Heilmittel schon fast. Ich war ganz nah dran, doch man hat's mir weggenommen. Dann sterben wir also beide. Das ist es mir wert. Ach ja? Stell dir vor, du stirbst, obwohl du weißt, dass es Gotham schon bald genauso ergehen wird. Wovon redest du überhaupt? Oh, hab ich das nicht erwähnt? Ich habe die letzten Wochen damit verbracht, Proben meines Blutes in sämtliche Notaufnahmen der Stadt zu bringen. Dann ist das Protokoll 10. Gotham wird vergiftet. Ich hatte irgendwie mehr erwartet. Protokoll 10? Noch nie davon gehört. Gut festhalten! Alfred, Joker hat... meinem besten Freund auf der ganzen Welt. Stell dir das vor. Ich kann immer anrufen, wenn mir langweilig ist. Ich glaube, unsere Freundschaft erreicht eine neue Ebene. Wer weiß, vielleicht schreiben wir uns schon bald E-Mails oder verabreden uns zu romantischen Essen bei Kerzenschein. Das alte GCPD-Gebäude? Freeze hat vermutlich eins der forensischen Labore stationiert. Ich muss da rein. Kannst du mich hören? Was ist da los? Oh, wenn ich dieses Funkgerät hacke, kann ich sämtliche Funksprüche von Pinguinen abhören. Ich pass hier auf! Wo steckst du?
Jokers Jungs sind immer noch da. Pinguin überwacht seine Männer mit Herzfrequenzmessgerät. Er wird es merken, wenn ich halte. Er muss schnell sein. Bitte, ich gebe auf. Sieh mich an. Kannst du ihn haben, Batman? Hier in meinem Museum bin ich sicher. Versuch doch, mich zu holen. Ich habe noch eine Menge Überraschungen für dich. Und die erst jetzt. Das klingt nicht gut. Alfred. Sprengt die Brücke und die Leute vom Cloud sitzen fest. Ganz einfach. Mr. Cobblepot, wir sitzen auch fest. Und? Wir können nicht zurück. Und das heißt was? Nun, nur dass sie uns hier bei den Leuten vom Cloud zurückgelassen haben. Versuch ein paar von ihnen umzulegen, bevor du stirbst, Junge. Du Bastard. Ich mag es nicht, wenn man mich anlügt. Mach ich nicht. Bitte, tu mir nichts. Wieso glaube ich dir nicht? Schein verschafft Pinguin die Sicherheitsmaßnahmen. Sein Museum ist schon die reinste Festung. Stimmt, dass Batman hier ist, hat ihm vermutlich doch Angst eingejagt. Möglich. Protokoll 10 tritt in 7 Stunden in Kraft. Sind wir wirklich, dass Batman hierher kommt? Möglich, wen interessiert das? Du wirst hier sterben! Das ist wahr. Ich glaube, ich möchte nicht, dass du in mein Zuhause einbrichst, Batman. Irgendetwas stört meine Kommunikation mit der Bathöhle. Pinguin muss irgendwelche Funkstörsysteme vom Militär einsetzen. Die bekomme ich nur deaktiviert, indem ich sie zerstöre. Ich muss alle drei zerstören, um ihn auszuschalten. Hörsender wenig. Ich sollte noch weitere zuhören. Ist da draußen los? Eine Zerstörungssignale ist gerade verschwunden. Sorry, Mr. Cobblepot.
Ich weiß nicht. Dann find's raus. Während du das tust, überprüfe auf die andere Störgeräte. Sonst komme ich nämlich runter und steck dir die Reste nach voll. Irgendwo unter Arkham City einen letzten Störsender aktiviert. Ich sag dir, er ist es. Unmöglich. Doch, sieh genau hin. Er sieht groß aus. Er ist grau. Das Plakat muss schon über 100 Jahre... Was macht Batman hier? Ihr habt den Pinguin gehört. Batman ist auf dem Weg. Gut. Ich wollte diesem Freak schon immer mal auf... Was zum... Zahlst du Stern? Ich hab ihn! Er ist hier! Da spielt jemand am Störgerät rum. Es muss Batman sein. Was zum... Rauch! Da spielt jemand am Störgerät rum. Ich pass hier auf! Er ist entwischt. Er hat irgend so eine Art Nebel benutzt. Hast du Schiss? Komm her und kämpfe! Das war der letzte Störsender, Junkopf. Was zum Henker ist da unten los? Hallo? Hat hier jemand die Güte zu antworten? Ich habe nur von euch verlangt, dass ihr ein paar beknackte Maschinen aufstellt. Und was ist? Nicht einmal das könnt ihr! Ich hoffe, dass euch Batman jeden einzelnen Knochen bricht. Ich hoffe, dass ihr da nicht und verzweifelt nach Luft schnappt, weil eure Lungen von euren Rippen durchbohrt wurden. Wenn dem nicht so sein sollte, dann rate ich euch, euch aufzurappen und die Beine in die Hand zu nehmen. Denn nach Batman kümmere ich mich um... Das wird dir verdammt! Wohin?
Das hättest du nicht tun sollen, Batman. Hab den Pinguin gefunden. Und er hat eine Farbe. Bitte, hilf mir! Das Eis sieht instabil aus. Ich muss langsam sein, mir Zeit lassen. Die Waffe. Er hat sie von Mr. Freeze gestohlen. Ich hol sie zurück. Komm, Batman. Wir sind... Hey, was macht er? Der hat da irgend so ein Computerdings. Wie hat er das... Ich werde dich in Stücke schneiden, Ami. Sieh dich an! Wie willst du mich besiegen? Hörte, du hast meinen Bruder besiegt. Du warst schon immer schwächer.
Sag ihm deinen Namen, Kleiner. Ja, leck mich. Das Schweinchen steckt voller Licht. Gut, hören wir ihm beim Knicken zu. Sie benutzen Wärmesichtgeräte. Jeder, der eines trägt, wird in der Lage sein, mich im Dunkeln zu sehen. Mr. Cobblepot, wir haben alles im Griff. Der Anzug von Freeze ist im Kasten. Hab ihn im Blick. Das will ich. Was? Wer schreit da? Da. Seien Sie leise, dann sind Sie sicher. Zu mir, ich hab ihn! Ich hab gesehen, wie du... Das ist also der berühmte... Okay, zuhören. Nur noch mal zur Info. Batman hat unsere Ärsche gerettet. Ab jetzt kontrollieren wir diesen Raum. Keiner geht... Was ist mit dem kleinen Bastard, der uns das angetan hat? Anscheinend beginnt das Eis aufzutauen. Hallo, Batman! Wo ist das Vögelchen, Batman? Ich sag dir was, Batman. Einen Versuch hast du frei. Der Unterbrecher funktioniert. Ich sollte den Sicherheitsunterbrecher aktivieren. Was? Du bist erledigt, Cobblepot. Nein, entschuldige, bitte tu mir nicht weh. Was zum Henker treibst du da? Diese Sachen sind Antiquitäten. Lass sie in Ruhe. Nein, was zum Henker treibst du da? Oh, du willst es wohl nicht anders. Mal sehen, wie viel dieser hässliche Schweinehund einstecken kann. das hat sich ja wehgetan, nicht wahr? Zum Glück ist dies... Nein! Den Unsinn mit dem Sprengstoff! Ich mein's ernst! Was hast du getan, du Kleiner? Du kannst ihn nicht töten! Geht nicht! Wer hätte damit gerechnet? Du kannst den Bastard nicht töten! Aufhören!
Nur noch du und ich. Fleder gegen Vögelchen. Oracle, neuer Plan. Ich bin Ra's al Ghuls Blut. Okay, ich schätze, du musst ihn suchen. Aber lass dich nicht ablenken. Sie darf dir nicht wieder in die Quere kommen. Hier haben Sie eine Anfrage. Kann mich jemand hören? Komm! Ich höre dich. Ihr hört völliges Chaos. Der Boss ist weg. Was? Wo ist Pinguin? Keine Ahnung. Er sagte noch, Batman kommt in meine Sammlung. Dann war er plötzlich weg. Zack! Das gefällt mir nicht. Die Blutspur führt nicht weiter. Ich kann die Attentäter nur finden, wenn ich noch weitere Beweismittel aufspüre. Ich kann Ra's nur finden, wenn ich auch hier einen Sender habe. Ich muss wirklich nah ran. Du bist nur noch am Leben. Oracle, ich gehe nach unten. Unter der Oberfläche ist Gotham ein Irrgarten aus Stahl und Eisen. Mein Signal könnte darunter leiden. Versuch es nicht zu verlieren. Ich leite zusätzliche Satelliten zur Überwachung. Ah, ich dachte, da oben sei es schlimm. Hier unten ist es... Vorsicht, die Fledermaus! Ganz gleich, wo du steckst, Batman. Das ist doch nicht vorbei. Von Pinguins Leuten hat sich... Niedermann!
Protokoll 10 tritt in 5 Stunden in Kraft. Alles in Ordnung? Ist was passiert? Sämtliche Werte deines Anzugs waren im roten Bereich. Gib mir eine Sekunde. Ich werde es schon schaffen. Nein, wirst du nicht. Beeilung! Dir läuft die Zeit davon. Mann, was ist in diesen Dingern? Waffen, Sprengstoff, Thermalsensoren, was eine Armee so... Es ist die blöde Fledermaus! Wow! Oracle, wie's auf... Ja, wir haben... Ist was dort? Bitte, tu mir nicht weh! Oh, wir tun dir nicht... Verstecken Sie sich! Los! Was ist denn los? Lass mich hier raus! Nebel benutzen! War das der Klang eines eurer Schädel, der auf etwas Hartes klatscht? Ich hoffe es! Oh. Hallo? Leute! Du bist es. Hört ihr mich? Bitte, hilf mir! Wo sind meine Waffen? Ich brauche sie dringend, um damit... Oh, bist du immer noch da unten weg? Gut. Oracle, ich bin's. Joker stiehlt seine Waffen nicht von Strange, sondern er wird von ihm mit Waffen beliefert. Diese Welt ist verdammt. Städte wie Gotham werden wachsen unter allen Gleichen, die sich ihren Weg über die Bürgersteige nach oben bahnt. Gebäude werden wachsen, bis sie die Sonne verdecken und die Menschen werden am eigenen Schmutz zugrunde gehen. Eines Tages wird diese Welt sterben. Sie sind über. Die Fehler der Menschen, der Schicksal des Menschen. Aber das muss nicht deine Zukunft sein. Signal des Senders. Verdammt, die Daten sind unvollständig. So fortschrittliche Technologie hat damals eigentlich noch gar nicht existiert. Es scheint, als seien die Daten in einem geteilten Speicherbereich abgelegt worden. Vielleicht bekomme ich die Informationen von den anderen Wächtern hier unten.
Die zusammengesetzten Überwachungsaufnahmen zeigen, wo die Attentäter hingegangen sind. Sie wird einen Geheim. Sieht aus, als sei ein Schwert hier das Richtige. Protokoll 10 tritt in 4 Stunden in Kraft. Genau sagen, was ich tun muss. Was soll Robin machen? Du weißt, wenn du nicht... Ich schaffe es. Mögen die Prüfungen beginnen. Tausende von Kriegern sind auf der Jagd nach dem Dämon umgekommen. Viele der Möchtegern-Nachfolger waren nicht mehr als Kinder, die gegen die Grauen der Schöpfung ankämpften. Hab schon Schlimmeres gesehen. Nichts kann dich auf das vorbereiten, was folgt. Die Vorsehung entscheidet über dein Schicksal. Ich scheitere nicht. Ich habe diese Worte bereits 100 Mal gehört. Hoffen wir, dass du recht behältst. Deine Reise beginnt hinter dieser Tür. Willkommen, Detective. Ich bin der große Ra's al Ghul. Vor dir liegt die erste Prüfung des Dämons. Du musst aus dem Kelch trinken. So einfach ist es. Gut. Spüre, wie das Blut des Dämonen durch deine Adern strömt, deine Gesundheit regeneriert und deinen Willen manipuliert. Deine nächste Aufgabe ist leicht. Folge mir durch diese Welt und die Prüfung ist bestanden. Wenn du auf dem Weg etwas berührst, stirbst du. Diese Prüfungen werden zeigen, ob du stark genug bist, meine Armeen zu führen und diese Welt von dem Bösen zu befreien, das sie zerstört. Bist du derjenige, nach dem ich gesucht habe, Detective? Mein Nachfolger? Das Blut des Dämonen
hat es mir ermöglicht, 600 Jahre zu leben. Stell dir vor, wie viel Gutes du in so einer Zeitspanne tun könntest. Wie ich sehe, wird dein Körper schwächer. Die geringe Menge, die ich dir zu trinken gab, wird dich ein paar kostbare Stunden länger am Leben erhalten. Zeit für dich, die ultimative Entscheidung zu treffen. Es wird Zeit, mir gegenüberzutreten. Bewältige diese Herausforderung, und das Blut des Dämonen wird dir das ewige Leben schenken. Gut gemacht, Detective. Jetzt komm und finde mich. Hole dir deine Belohnung. Du hast es Deine letzte Herausforderung wartet hinter dieser Tür. Ich bete, dass die Geister gnädig sind. Du hättest mich töten sollen, als du die Gelegenheit dazu hattest. Sieh, die wahre Malazarus-Grube! Es ist unser Schicksal, die Erde zu beherrschen, den Menschenabschaum von ihrem Antlitz zu wischen. Nur wir können es erreichen. Mein Vater ist alt. Seine Zeit ist abgelaufen. Unsere beginnt erst. Nimm seine Klinge. Töte ihn. Akzeptiere dein Schicksal. Akzeptiere unser Schicksal. Du weißt, dass ich das nicht tun kann, Talia. Dann, Geliebter, wirst du sterben müssen. Du kannst uns nicht besiegen! Es gibt so viele von uns! Du kannst uns nicht schlagen! Oh!
Was macht ihr da? Hör mir zu, Detective. Hör gut zu. Du wirst mich töten. Du wirst die League of Assassins anführen. Denn wenn du es nicht tust, töte ich die einzige Person, die du jemals geliebt hast. Das war nicht Teil des Plans. Leid, sie enttäuschen zu müssen. Hast du Ras gefunden? Sekunde. Dein Anzug meldet wieder normale Werte. Bist du geheilt? Was ist da los? Ras befindet sich mit seinen Truppen unter Arkham City. Sie extrahieren irgendeine in der Natur vorkommende Chemikalie, die er Lazarus nennt. Er benutzt sie schon seit Jahrhunderten und hat den Prozess so weit perfektioniert, dass er in der Lage ist, sich damit von den Toten wiederzuerwecken. Hast du was genommen? Er hat mich dazu gezwungen. Geringe Mengen davon scheinen die meisten Gebrechen zu heilen. Aber selbst die kleine Dosis, die ich genommen habe, hat üble Nebenwirkungen. Ras war dem Zeug zu lange ausgesetzt. Das hat sich bemerkbar gemacht. Und glaubst du, du bist geheilt? Nein, die Wirkung ist nur vorübergehend. Ras wollte mich davon überzeugen, seine Grube zu benutzen, aber die Risiken sind zu groß. Wenn ich hier fertig bin, muss ich die Lazarus-Technologie weiter erforschen. Ich habe Ras gesagt, dass er die Grube schließen soll. Und du glaubst, das tut er? Vermutlich nicht. Protokoll 10 tritt in 2 Stunden in Kraft. Hast du gesehen, wie Pinguins Leute gerannt sind? Ja, Kabelpott ist erledigt. Wir müssen uns nur noch in den Tunnel und... Da bist du ja, Batman! Komm hier rüber! Batman ist hier! Hinterkopf! Es ist Batman! Ich sichere die Tür! Pinguin, werdet ihr sterben. Ganz einfach. Es ist die blöde Fledermaus! Spreche, wird ein neuer Insasse in die Anlage gebracht. Die Älteren unter Ihnen in ihm Quincy Sharp erkennen. Bürgermeister von Gotham und gescheiterter Anstaltsleiter von Arkham Asylum. Bereiten Sie ihm bitte einen gebührenden Empfang. Das klingt nicht gut, oder? Nein, tut. Vorsicht, die Fledermaus! Nein, bitte! Bruce, die Biometrie... Was? Nein, nichts da. Du musst sofort zum GCPD zurück. Bitte, Bruce, tu's für mich. Eine ganze Weile nicht gesehen. Gut, bei seinem letzten Besuch hat er dir 3 Zähne aus der Fresse geschlagen. Was ist? Vermisst du ihn? Am Arsch.
Was machst du, Bat? Ich dachte, wir wären Freunde und Wirtheiten und so. Wie ich hier so liege und mich an die Reste meiner Lebenskraft klammere, werde ich das Gefühl nicht los, dass du mich hintergangen hast und jetzt dem wandelnden Kühlschrank hilfst. Nicht nur du kannst dieses Spielchen spielen. Versuch mal, zu diesem verräterischen Schneemann ins GCPD zu kommen, ohne dass dir meine Jungs den spitzen Schädel wegballern. Na los, bitte, du traust dich nicht. Was zum Teufel? Was ist los, du Feige, um zu kämpfen? Jetzt in meinem Reich. Oracle Freeze greift mich an. Ich brauche sofort das Telemetriesignal von seinem Anzug. Kein Problem. Bruce, denk an das, was beim letzten Mal geschah. Lass es nicht auf einen direkten Schlagabtausch ankommen. Er ist zu mächtig. Okay, Daten liegen vor. Leite sie weiter. Du hast nicht länger die Luft vor. Du willst gegen mich einsetzen? Daraus wird nichts. Verschwinde, lass mich. Du solltest mal in Ausrüstung investieren, die deine Position nicht verändert. Der geheimnisvolle Anrufer hatte recht. Es ist offenbar tatsächlich Batman, der das Gebäude verlässt. Ach, wirklich? Hallo Gotham, ich bin's. Ich fürchte, Miss Vale wird in Kürze nicht mehr auf Sendung sein. Wir entschuldigen uns für diese Störung. Wir wurden getroffen. Wir stürzen ab. Mayday! Mayday! Wenn uns jemand hören kann, wir... Du solltest hier... Nun, wie es aussieht, bin ich fürs Erste sicher.
Batman! Protokoll 10 tritt in einer Stunde in Kraft. Das gedacht, der große. Hey, Bat, ich bin. Von während du dich um die Rettung des Will gekümmert hast, habe ich die Sicherheitsvorkehrungen im Stahlwerk erhöht. Tut mir leid, dass ich dir das sagen muss, aber ich glaube, du wirst dort nicht hineinkommen. Das wird zu emotional. Ich mag mir gar nicht vorstellen, dass du da draußen sterben könntest. Ich sehe dich vor mir, wie du vor dir liegst. Und nur das zaubert mir doch ein Lächeln ins Gesicht. Granate! Irgendeine Art. Na dann, weißt du irgendwas über... Batman! Es ist Batman! Ich habe gerade gehört, dass mein Dad in das Rathaus beordert wurde. Strange hat darum gebeten, dass das Notfallprotokoll 10 in Kraft gesetzt wird. Weiß Gordon, was Protokoll 10 ist? Es ist eine Sicherheitsmaßnahme nur für den Notfall. Strange hat dem Stadtrat gesagt, dass es ihm nicht gelungen sei, den Einsatz illegaler Waffen im Gefängnis zu unterbinden. Diese Waffen hatte er besorgt. Er hat es die ganze Zeit geplant. Es sieht ganz danach aus. Bei ihm klang es so, als würden die Gefangenen einen Massenausbruch und einen Angriff auf Gotham planen. Ich halte dich auf dem Laufenden. Ich werde jetzt mal erklären, wie es... Rauch! Wer lacht zuletzt? Hat dir das gefallen, du Clown? Ich habe mich ins Kamerasystem des Rats gehackt. Die Ratsmitglieder kommen zurück. Sie sehen nicht sehr glücklich aus. Sie sagen Strange, dass sie von ihm sehr enttäuscht sind und nie gedacht hätten, dass Protokoll 10 irgendwann aktiviert werden müsste. Aber sie haben ihm die Erlaubnis dazu gegeben, oder? Guten Abend. Protokoll 10 tritt in 30 Minuten in Kraft. Jeder hat für diesen Fall besondere Befehle erhalten. Sie sind zu befolgen. Brauchst du immer noch eine Antwort? Bruce, das gefällt mir nicht. Sei vorsichtig. Das tut mir leid. Schon gut. Also habe ich's gemacht. Hättest sein Gesicht sehen sollen. Ich pass hier auf! Ich sichere die Tür! Hä? Wer schreit da? Was?
Hier drüben! Ich hab ihn! Er ist hier drüben! Nun, das war eine schreckliche Enttäuschung, nicht wahr? Aber sehen wir es mal positiv. Mir geht es schon besser. Was ist mit euch? Ich höre dich, Kumpel. Wie läuft denn? Habt ihr diesem Protokoll 10 Mist gehört, von dem Strange ständig labert? Was hat der bloß für ein Problem? War er nicht sogar derjenige, von dem wir die Knarren haben? Ah, der Bilder. Es ist Batman! Protokoll 10 tritt in 10 Minuten in Kraft. Es gibt Haue! Bitte aufhören! Ich kann nicht mehr! Hast gewonnen! Hast mich besiegt! Sekunde, sagte ich. Mich? Ich meinte mich und diese Jungs! Wir machen dich. Erinnerst du dich an Mr. Abramovich? Keine Sorge, Batman! Er ist so gut wie harmlos! Kapiert? Oh, Batman, das muss man sein! Das Titanfeuer eher macht! War's das jetzt, Ivy? Wie ich bereits sagte, das mit den Blumen war nicht meine Schuld. Du weißt es, ich weiß es. Du hättest... Thank you.
Anscheinend sind Jokers Männer auf der Suche nach Mr. Freeze. Wirklich? Ich wusste nicht mal, dass er hier ist. Ich auch nicht. Seiner Frau zuliebe tut, muss irgendwas Schlimmes zugestoßen sein. Dass ich nicht lache. Ich war mein Buchhalter und jetzt verrotte ich in einem... Meldung machen. Tigerzentrale, wir sind in Sektor 2. Wir werden angegriffen. Brav, Ivy. Da Ivys Ranken. Und da ist das Lager. Gute Arbeit, Rotschopf. Zeit da rein. Ich muss schnell und möglichst unsichtbar sein. Eine falsche Bewegung, dann springen die Sicherheitssysteme an und der Tresorraum verriegelt sich. Dauerhaft. 10 tritt in 10 Minuten in Kraft. Schlüssel. Nächster Halt, Sicherheitszentrale. Was ist los? Ziel gesichtet. Ziel ist in Bewegung. Verloren. Verfolge Ziel. Ziel ist in Bewegung. Tiger 54. Wir haben Sichtkontakt und können bestätigen, dass das Ziel im Stahlwerk ist. Ich wiederhole, Batman hat das Stahlwerk betreten. Gut. Setzen Sie das Stahlwerk auf die Liste der wichtigsten Ziele. Protokoll 10 wird sowohl Batman als auch Joker vom Angesicht der Erde fehlen. Ziele markiert. Das Stahlwerk ist nun ein Ziel der Priorität für Alpha-Hot. Anzahl der Bomben um 500% erhöht. Machen Sie 1000 daraus. Und dann darf ich auch noch Sie. Noch 3 Sekunden. 2. 1. An alle, wir haben Sichtkontakt. Das Stahlwerk wurde getroffen. Ich wiederhole, das Stahlwerk wurde neutralisiert. Gut. Warten Sie, bis Protokoll 10 abgeschlossen wurde. Und schicken Sie dann eine Gruppe rein, um Batmans Leiche zu bergen. Verstanden, Sir. Hey, Selina, du schaffst das. Geh einfach und lass ihn zurück. Ist ganz leicht. Du verzeihst dir das nie, Selina. Rette Batman und dann raus hier. Er ist Batman. Ist ja nicht so, dass er sterben würde. Seit wann hast du eigentlich ein Gewissen? Als Frau hat man nichts als Arbeit. Halt durch, mein Hübscher. Ich werde dich retten. Großartig. Siehst du, was ich für dich aufgebe, Batman? Wehe, du bist schon. Tja, wen hat... Oracle. Sie müssen das zu Ende denken. Batman kann diese Menschen nicht sterben lassen. Das tut...
melde mehrere Treffer in Sektor 2. Rakete hat Ziel erfasst. Gebäude getroffen. Boom. Ihr könnt 20 Insassen streichen. Ziel wurde getroffen. Zur Basis zurück. Alle Ziele erfolgreich bekämpft. Todeszahl in Sektor 1 bei über 100. Mehrere Ziele erfasst und neutralisiert. Große Anzahl von Leichen. Alle Ziele bekämpft. Ich wiederhole, mehrere Treffer. Ziel wurde erfolgreich bekämpft. Wir haben mehrere Tote. Des Bereiches zeigt 15, korrigiere 17 Tote. Bestätige Treffer, mehrere Insassen gefallen. Ich habe den Code. Begebe mich zum Wonder Tower. Gut, du tust das Richtige. Mit dem Code dürftest du durch einen Wachraum am Haupttor hineinkommen. Wenn Talia etwas zustößt, sag Alfred, dass es seine Schuld war. Wir müssen reden. Und ich weiß, dass du deines Lebens nicht mehr froh werden würdest, wenn du diesen armen Mann auf dem Gewissen hättest. Ich habe eine Frage. Vor meiner Ankunft war diese Stadt dabei, im Dreck unterzugehen. Hast du je in Erwägung gezogen, dass du daran schuld sein könntest? Deine Gegenwart hat diese Tiere erschaffen. Sie vermehren sich wie Bakterien. Du hast ein Umfeld erzeugt, in dem die Bakterien mutieren und stärker werden konnten. Nehmen wir nur mal Joker. Würde er ohne dich überhaupt existieren? Ist sicher deprimierend. Du hast so viel geopfert und bist doch an allem schuld. Oh, das ist fabelhaft. Endlich haben wir den großen Batman besiegt. Schon bald werde ich meinen rechtmäßigen Platz an der Seite des Meisters einnehmen. Wir werden die Welt beherrschen. Vielen Dank, Batman, für all deine Hilfe. Und jetzt töte ihn! Keine Bewegung!
enttäuscht mich nicht. Gesehen? Bereich gesichert. Tiger 43 an Turm, der Raum ist gesichert. Alle neuen Insassen wurden neutralisiert. Sehr gut. Große Fortschritte. Während wir uns der letzten Phase von Protokoll 10 nähern, möchte ich die Zeit nutzen, allen Tiger-Einheiten für ihre wundervollen Leistungen, dass wir uns zügig einer Sterblichkeitsrate von 22% annähern. Meinen Berechnungen zufolge werden sämtliche Insassen von Arkham City innerhalb der nächsten 3 Stunden sterben. Dann tritt Protokoll 10 in Phase 2 über. Zum Ende des Monats in Keystone und Metropolis neue Lager nach dem Muster von Arkham City entstehen. Wir alle können stolz auf das sein, was wir geleistet haben. Wir bieten die Lösungen, die diese Welt braucht. Wir sind die Zukunft. Die Tür. Ja, Sir. Wie sieht's aus? Stufe 1 wurde abgeschlossen, Sir. In den primären Einsatzgebieten liegt die Zahl der Toten über den Schätzungen. Gut. Die Angriffe jetzt auf das Museum konzentrieren. Kabelpots fest und den Erdboden gleich machen. Bestätigt, Professor Strange. Sir, die ersten Bombardements auf das Museum wurden durchgeführt. Das Ziel wurde nicht zerstört. Das ist äußerst enttäuschend. Einen weiteren Schlag vorbereiten. Ich will, dass das Museum ausradiert wird, Captain. Die Suche fortsetzt. Bestätigt. Suchen den Turm an. Hier läuft die Zeit davon. Strange wird jeden töten, der dort ist. Ich bin fast oben. Ich werde ihn aufhalten. Ich weiß.
Wie hat er all das schaffen können? Er hat Hunderte von Menschen umgebracht und das mit dem See. Auf dem Turm gibt es keine Spur von Batman, Sir. Vielleicht ist er abgestürzt. Die Suche in den unteren Bereichen fortsetzen. Bestätigt, Zentrale. Er hat einen Helfer. Wenn Protokoll 10 gestoppt ist, finde ich heraus, wer es ist. Hä? Ihr könnt 20 hinter sich bleiben. Er ist in dem Raum. Batman ist mit euch da drin. Batman ist... Ich weiß, dass sie da sind. Sie können nicht fliehen. Sie haben nicht gewonnen. Sie können nicht gewinnen. Ich, Hugo Strange, bin Ihr Nachfolger. Ich habe Gotham gerettet. Oracle, schalte hier alles aus. Mit Vergnügen. Du hast alles ruiniert. Bruce, alles in Ordnung? Ein... Hallo, Batman. Ich weiß, dass du mich hörst. Hoffentlich habe ich keinen schlechten Zeitpunkt erwischt. Ich hatte solche Angst davor, dass du mich vergessen könntest. Sieh dir mal deine Freundin an. Wie du sehen kannst, läuft sie Gefahr, ihr hübsches kleines Gehirn überall auf dieser Kamera zu verteilen. Ignoriere ihn, Liebster. Lass ihn sterben. Ah, wie romantisch. Das Blöde daran ist nur, dass es mir nie besser ging und du einfach nicht ignorieren kannst. Oder doch? Hör zu, Batman. Ich stelle eine Show auf die Beine. Das wird der absolute Hammer. Ein echter Straßenfeger. Du solltest dich aber beeilen. Lässt du dir zu viel Zeit, liegt die Stellerin nachher noch tot in ihrer Umkleidekabine. Alle Flugeinheiten sofort umkehren, Angriffe abbrechen und sofort zur Basis zurückkehren. Wiederhole, sofort zur Basis zurückkehren. Wo steckst du, Batman? Ich habe deine Karte für die Premiere hier in meiner Tasche. Gleich hier, neben dem Klebeband. Der Kneifzange. Thank you.
Du sollst Batman umlegen. Hast du das schon vergessen? Darfst du denn überhaupt mit Messer? Was zum Teufel treibst du da, Bats? Was machst du da? Geh nicht einfach so rum! Deinetwegen komme ich noch zu spät zur Massage. Ist ja nicht so, dass es noch eine Dame gäbe, die du retten müsstest, oder? Oh, tut mir leid. Unpassend? Würde ein Tapetenwechsel deinen Schmerz etwas lindern? Zeit, meine Sachen einzusammeln und aus dieser verdammten Stadt zu verschwinden. Können wir hier mal warme Klamotten bekommen?
Sweet Home. Ist sie tot? Sekunde, sie wacht auf. Verdammt, was machen wir jetzt? Leg sie noch mal um. Wo sind meine Sachen? Sag es mir, oder ich nehme dich Stück für Stünde. Two-Face hat sie. Er ist im Museum, okay? Danke. Du hast dich also entschlossen, zurückgekrochen zu kommen, Harf. Schade. Ach ja, dann muss dir dieses Kätzchen wohl ein für alle Mal Manieren beibringen. Woman! Sagte ich's doch! Catwoman ist... Oder? Ja, hast du die Ausrüstung gesehen, die er da... Catwoman! Noch nie so fröhlich an. Was macht ihr hier? Was glaubst du, wie tief das ist? Tief genug, um einen verdammten Hai reinzutun. Kaum zu glauben, dass Pinguin einen Hai da drin hat. Ha. Catwoman ist hier! Heute... sich nicht trauen, zurückzukommen. Oh, die traut sich. Sie wird... Lass sie nicht entkommen! Hier drüben! Hierher! Ich hab das Luder gefunden! Nein! Sorry, Harf. Das ist echt nicht deine Nacht, was? Du sagst mir jetzt,